be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just snap it through. I roll out in the morning. Hallo an alle, die den Weg auf meinen Kanal irgendwie gefunden haben. Das hier ist mein erstes Video. Und was ihr auf meinem Kanal erwarten könnt, das seht ihr erstmal jetzt. Gut, ich hoffe, dass ich es eingeblendet habe. Ich könnte es auch vergessen, ich weiß es nicht. Na gut, also, folgendes. Ich habe vor, alle 2 Tage ein neues Video hochzuladen. Das ist so mein bisheriger Plan, sage ich jetzt mal. Ob ich es schaffe mit Schule, Real Life, etc., das kann ich jetzt noch nicht sagen. Viele der Videos sind, da sind zumindest die Rohaufnahmen vorproduziert. Ja, deshalb sollte ich daran schon mal kein Problem, damit schon mal kein Problem haben. Allerdings, ob ich es mit dem Schneiden immer hinbekomme, weiß ich nicht. Also es kann auch sein, dass mal am 3. Tag das Video kommt und danach wieder alle 2 Tage. Gerade in Wochen, wo ich dann viele Klassenarbeiten schreibe. Die Phase fängt nächste Woche wieder an. Yay! Also da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf. Falls ich jetzt ein bisschen leise bin, ich weiß es nicht, ich kann euch so viel sagen, ich bin normalerweise lauter, aber wir haben jetzt 23.12 Uhr, meine Eltern schlafen glaube ich schon, und ich möchte ihn nicht wecken. Und ich sitze halt jetzt seit geschlagenen 6 Stunden daran, dieses erste Video hinzukriegen. Deshalb bin ich auch so ein ganz kleines bisschen platt. Na gut, also ich werde in den Videos wahrscheinlich hauptsächlich Minecraft bringen, aber ich habe auch vor zu streamen, regelmäßig. Nee, also regelmäßig oft, sage ich jetzt mal, nicht jeden 2. Tag, an dem Tag, an dem ich kein Video hochlade oder so, sondern einfach, ich versuche oft zu streamen. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nochmal mit einer Schrift-Dings etwa so eine Art Special einblenden, aber dazu werde ich dann nochmal besonderes Ankündigungsvideo machen. Ja. Des Weiteren kann ich sagen, ich werde immer auf Twitch streamen. twitch.tv/gamerforalllive, weil Gamerforall war schon besetzt. Noch vor meinem ersten Video gibt es schon einen Faker von mir. Nee, also Gamerforall war schon ein belegter Name, deshalb habe ich mich für Gamerforalllive entschieden. In den Streams wird wahrscheinlich der Hauptpunkt mehr auf Counter-Strike und Grand Theft Auto liegen. Und in den Aufnahmen werde ich wahrscheinlich Minecraft und manchmal vielleicht auch Modern Combat spielen. Und sonst vielleicht noch ein bisschen Assetto Corsa. Das habt ihr alles schon im Trailer gesehen, wenn alles glatt lief. Ja. Des Weiteren, ich habe mir Ask.fm gemacht. Und da heiße ich auch Gamerforall. Kurze Vorwarnung. Ich bin der Meinung, dumme Fragen verdienen dumme Antworten. Und an alle, die mir Fragen auf Englisch stellen, so random Fragen wie zum Beispiel, würdest du gerne als Vogel leben? Emoji, Emoji, wenn, ja, Emoji, Emoji, warum? Emoji, 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 Emoji. Die werden von mir gesperrt und dann können wir nicht mehr schreiben, weil das ist mir echt zu blöd. Also falls ihr jetzt gerade gedacht habt, komm, fuck ich den doch direkt mal ab. Ich sperre ich dann einfach weg, da habe ich gar kein Problem mit. Ja, also des Weiteren, dumme Fragen, dumme Antworten. So, ich wollte mir eigentlich auch einen Instagram-Account und einen Twitter-Account machen, aber mit einer neuen E-Mail-Adresse sowohl mein Insta- als auch mein Twitter-Account beim Einloggen direkt immer gesperrt, weil ich wegen Verhalten von beiden Seiten weggebannt wurde mit der Mail.
Was mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen wundert, wie das geht. Aber na gut. Ja. Kommentare, Kritik, Anregungen. Nächster Punkt. Über sowas freue ich mich mega. Ich hatte schon mal einen YouTube-Kanal. Der war aber nichts, was so hauptsächlich auf meinen Fehlern, sag ich jetzt mal, beruht. Weil als es richtig gut lief, habe ich 2,5 Monate Upload-Pause gemacht. Das ist natürlich dann aber auch mal die Logik des Todes. Und das war generell auch insofern einfach meine Schuld, als dass ich halt wirklich an manchen Stellen dann gesagt habe, ich habe keinen Bock, ich mache was anderes. So ein bisschen war es auch blöd von meiner Community, sag ich jetzt mal, weil ich dann halt wirklich manchmal in Videos gesagt habe, und da möchte ich dann auch wirklich, wenn ihr sowas habt, dann schreibt es bitte gefälligst in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas habt, Verbesserungsvorschlag, Kritik, Anregung, einfach in die Kommentare schreiben. Da habe ich wirklich ein einzelnes Video für gemacht, wo ich dann gebeten habe, ja, macht das bitte. 0 Kommentare. So, das waren auch so Sachen, die mich richtig aufgeregt haben. Das ist auch der Grund, warum ich von meinem alten Kanal gequittet bin. Ja. Ich werde auch nicht den Namen von meinem alten Kanal sagen. Das ist einfach so eine Sache, damit möchte ich jetzt abschließen und gut ist. Ich glaube, das war's. Ich werde mich jetzt mal die Tage um Twitter und Insta kümmern. Ich muss jetzt noch das Video fertig schneiden. Das Gameplay habe ich schon geschnitten. Also im Hintergrund läuft bei euch jetzt gerade ein Gameplay. Und ich glaube, das Gameplay geht auch nicht viel länger als die Tonaufnahme jetzt. Deshalb würde ich mal sagen, die letzten paar Sekunden vom Gameplay könnt ihr euch noch so geben. Ich würde mich megamäßig über einen Kommentar freuen. Sei es Kritik, sei es Lob. Und über ein Abo würde ich mich auch mega freuen. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Haut rein. Ciao.